meinen Burschen anzutasten. Alles in Liebe und Güte, Herr Erbförster. Es ist herkommen bei uns, dass wer beim Königsschuss stets gefehlt hat, ein wenig gehänselt wird. Aber alles in Liebe und Güte. Stets gefehlt. Wer hat das? Ich. Ich habe nie getroffen. Dank, Samuel. Du, der beste Schütze weit und breit. Seit 4 Wochen hast du keine Feder nach Haus gebracht. Und auch jetzt, Pfui der Schande. Glaube mir, Kamerad, da ist Zauberei im Spiel. Possen! Geh nächsten Freitag auf einen Kreuzweg, zieh mit den Degen einen Kreis um dich und rufe 3-mal den großen Jäger. Schweig, vorlauter Bube, ich kenne dich längst. Du bist ein Tagedieb, ein Säufer, ein falscher Würfler oder noch Ärgeres. Kein Wort! Oder du hast auf der Stelle den Abschied. Aber auch du, Max, seh dich vor. Du weißt, ich bin dir wie ein Vater gewogen. Aber wenn du morgen beim Probeschuss fehltest, dann müsste ich dir meine Tochter versagen. Morgen schon? Was ist das eigentlich mit dem Probeschuss? Wir haben schon oft davon gehört. Wir auch, aber niemand hat uns sagen können, was der Probeschuss bedeutet. Erzählt uns, Herr Kuno. Na, meinetwegen. Zum Hoflager kommen wir noch zeitig genug. Mein Urgroßvater, dessen Bild noch im Forsthaus hängt, hieß Kuno wie ich und war fürstlicher Leibschütz. Einst trieben die Hunde einen Hirsch heran, auf welchem ein Mensch angeschmiedet war. So grausam bestrafte man in alten Zeiten die Waldfrevler. Dieser Anblick erregte das Mitleid des damaligen Fürsten. Er versprach demjenigen, welcher den Hirsch erlege, ohne den Missetäter zu verwunden, eine Erbförsterei und zur Wohnung das nahegelegene Waldschlösschen. Kuno besann sich nicht lang. Er legte an und befahl die Kugel den heiligen Engel. Der Herr stürzte und der Wilddieb war unversehrt. Das war ein Meisterschuss. Hört noch das Ende. Es ging damals wie jetzt, dass der böse Feind immer Unkraut unter den Weizen sät. Kunos Neider sagten dem Fürsten, Kuno habe eine Freikugel geladen. Dachte ich doch. Hilf, Samuel. Eine Freikugel. 6 treffen, aber die 7. gehört dem Bösen. Der kann sie hinführen, wohin es ihm beliebt. Richtig. Aus diesem Grunde bestimmte der Fürst, dass jeder von Kunos Nachfolgern einen Probeschuss ablege und dass der junge Förster noch am selben Tage seine Erwählte heirate. Doch nun genug davon. Wir wollen uns wieder auf den Weg machen. Du aber, Max, wirst nur einmal zu Hause nachsehen, ob sämtliche Treibleute angelangt sind. Nimm dich zusammen. Morgen früh erwarte ich dich beim Hoflager, noch ehe die Sonne aufgeht.